So, wieder, Leute, willkommen zurück zu einer wunderbaren Ausgabe von The Crew 2. Wir sind zurück in den US zum A. Und heute haben wir einen, ich sag mal, dickeren Wemser hinter uns, nämlich den Cadillac Escalade. Ja, ich habe mir mal gedacht, wenn wir Rennen, sagen wir mal, nicht auf eine faire Art und Weise gewinnen können, müssen wir uns ja immer so, sagen wir mal, einen kleinen Hinterhandtrick haben, wo wir mit den Leuten, ich sag mal, im Rennen den nötigen Respekt, ich sag mal, gegenüberbringen können. Dass sie sagen, okay, ey, den lasse ich doch gerne vor, weil sonst wird das ein sehr schmerzhaftes Rennen. Und wir wollen mal gucken, was wir an diesem wunderschönen Kfz so umbauen können. Ich persönlich, ihr wisst ja, ich bin kein SUV-Fan. Ich bin gar kein Fan von dieser Fahrzeugklasse, weil ich auch das alle als sehr unnötig empfinde. Wenn man viel Platz braucht, kann man sich einfach nur ein Kombi kaufen. Das reicht, man ist trotzdem nicht so riesig. Ich muss leider sagen, die amerikanischen SUVs sind dann ganz schon wieder irgendwie cool, aber auch einfach nur, weil sie einfach noch größer sind. Also dagegen ist ein Touareg und Co. halt echt klein. Und die haben irgendwie noch so ein bisschen Klasse, ich weiß nicht, irgendwie, das ist irgendwas anderes als ein europäischer SUV. Das ist irgendwie noch so ein leicht anderer Vibe, der da mitkommt. Und ja, den werden wir jetzt mal ein bisschen pimpen und dann mal schauen, was wir damit so Wunderbares anstellen können. Ihr seht, optisch, leistungstechnisch habe ich ihn schon komplett angepasst. Wir fahren jetzt, glaube ich, gerade 1200 PS in diesem Monster, genau. 1280 PS, 367 km Höchstgeschwindigkeit, die ich beim besten Willen keinen Menschen in einem SUV, in einem Cadillac Escalade empfehlen kann. Weil das klingt echt nicht gesund, aber na gut, und wir fahren die Viertelmeile unter 10 Sekunden. Wie das windtechnisch funktionieren soll, soll mir jemand erklären, aber egal. Wir schauen mal, was wir so Wunderbares anstellen können. Wir gucken erstmal kurz bei Farben, welche Farben es gibt. Wir haben den Original in Schwarz, den gibt es auch in wunderbar in Grau. Ich habe noch nie einen roten Cadillac Escalade gesehen, ich weiß auch gerade sehr gut, warum ich das noch nicht gesehen habe. Das passt halt einfach so gar nicht. Ein bisschen Champagner, so ein bisschen Champagnerfarben. Weiß. Okay, ich sag mal so, weiß sieht doch ganz cool aus. Ich mag die Champagnerfarben mega gerne. Aber schwarz ist halt fies und böse. Ne? Wir bleiben aber schwarz, weil es fies und böse ist. Passt schon. So, Prestige-Objekte machen wir, nachdem wir die alles außen getuned haben. Und wir gucken doch mal. Leichter. Okay. Das ist ja doch okay, weil du so sagst, ey, wir haben einen fetten Kompressor runtergepackt. Die Haube muss höher werden. Das ist hier einfach nur affig. Das ist einfach ein Tacken, das ist nicht okay. Carbonhaube haben wir noch. Dann haben wir das Ganze in Carbonara. What the fuck? Auch, wir haben auch nochmal diesen Hutzenaufbau, aber mit Auslässen. Macht ja an sich auch technisch irgendwie Sinn. Dann haben wir das hier noch. Und das hier. Heilige Scheiße. Ich sag mal so, die meisten Hauben sind jetzt nicht so die Hauben, die ich auf einem SUV ballern würde, sondern auf einem Sportwagen, auf einem Rennwagen. Aber nicht auf einem SUV, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich werde gar keine davon nehmen. Obwohl, komm, wir nehmen einfach die ausgebaute Hutze. Das sieht einfach, als hätten wir viel Leistung. Haben wir ja auch. Wir haben ja über 1000 PS, also wir dürfen es ja. Okay, wir ändern damit den Grill. Ich mag den Grill, muss ich sagen. Die originalen Scheinwerfer finde ich jetzt nicht so geil. Die Scheinwerfer finde ich aber noch schlimmer. Dann bleiben wir lieber bei den originalen. Was ist jetzt der Unterschied? Ich muss gerade echt mal ein bisschen gucken. Ah, der Grill ist anders, ja. Okay, dann haben wir... Es gibt auch Variationen vom Logo. Meine Fresse, da muss ich gleich mal durchblicken, was es jetzt hier alles gibt, ey. Haben wir es jetzt? Okay, gibt es auch irgendwo... Ab wo fangen wir mit neuen Stoßstangen? Das sind alles so Frontvariationen, die ersten 8. Holy shit. Die Stoßstange, die gefällt mir schon mal nicht. Die können wir direkt mit durchskippen, weil die finde ich echt nicht schön. Das sieht schon geiler aus. Einfach nur die Originale ein bisschen, ich sag mal, tiefer gezogen. Das ist okay, das ist legitim. Ich sehe jetzt gerade, dass wir 80 Sachen haben. Alter, wir haben 80 Möglichkeiten. What the fuck? Wie soll ich mich denn da jemals entscheiden? Oh, die Stoßstange finde ich ganz nice. Das ist zu motorsportmäßig. Das ist zu Offroad-mäßig. Wir werden hier einen wunderschönen Stadtwemser machen. Das hat nichts mit Offroad zu tun, was wir hier bauen. Okay, Splitter. Ah, nice. Gott, das ist das schon eher, was ich suche. Ja, offener Ladeluftkühler wirkt irgendwie bei einem... Offener Ladeluftkühler wirkt irgendwie strange bei einem KLS Escalade. Nimm mir das nicht böse. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Welche Varianten haben wir denn jetzt alle? Jetzt muss ich gerade mal selber kurz durchgucken. Also, wir haben die. Dann haben wir die mit dem Grill. Dann haben wir die mit dem Grill. Dann haben wir die mit dem Grill. Oh, die Scheinwerfer finde ich nice. Die hätte ich gerne. Die wollen wir gerne haben. Schwarze gibt es auch noch mal in Schwarz. Aber ich mag den Grill. Ich mag den Grill so, wie er so ist. Den finde ich gut. Wir nehmen das. Alter Verwalter, muss erstmal durchblicken. Kotflügel. Oh, breiter. Ja, natürlich. Bisschen mehr Spielraum kann nicht schaden. Es gibt ganz viele Originalfake, muss ich gerade sagen. Ich muss sagen, ich mag aber die Originalen. Die lassen wir ruhig drauf. Ich finde die sogar ganz geil. So, Spiegel. Gibt es eine kleinere, schlankere Version oder Carbonara? Und ich finde Carbonara an so einem SUV aber irgendwie fehl am Platz. Deswegen nehmen wir einmal die schlanke Version. Seitenschweller. Schön tiefes Trittbrett. Das finde ich gut.
Der Rest ist Quatsch. Nein, wir nehmen das tiefe, wir nehmen das schöne Trittbrett. So, Kurflug hinten, gibt es dasselbe sicher auch nochmal? Ja, sehr nice. Ich bin gerade ein bisschen am Suchen, wo er den Tank jetzt hingeschmissen hat. Also ernst gemeint. Tankstutzen, Tankstutzen weg. Ich will nicht böse gemeint sein, aber kann ich meinen Kellick mit breiten Kurflügeln nicht mehr tanken oder was? Ich glaube ja. Ja, liebe Kinder, entweder ist euer Cadillac breit oder ihr tankt. Ihr könnt euch nur eins von beiden entscheiden. Entweder ist das Ding fahrbar oder steht da wunderbar rum, sieht dafür sehr geil aus. Also wir haben gerade uns kurz dazu entschieden, tanken ist nicht mehr. Wir fahren jetzt Elektro. Okay, tschüss, Tank. Ah, okay, dann nehmen wir einfach die Dachreling weg und die dritte Bremsdurch. Finde ich auch bis sogar ganz cool, wenn es weg ist. Aber es muss eigentlich auch drauf bleiben. Ich hätte gerne so eine Dachbox drauf. What the fuck, der spoilert. Nein. Nein. Nehmen wir das die Reling drauf. Dachreling gehört für mich auf so ein SUV drauf. Das passt schon. So, 40. Jo, okay. Oh, durchgehende Rückleuchten. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das finden soll. Ich bin gerade stark mit mir am Hadern, wie ich das finden soll. Ich schwanke inzwischen. Ich finde es cool und ich finde es nicht cool. Ja, ich glaube, ich finde es nicht so cool. Nee, ich glaube, wenn. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das finde ich leider auch sehr cool. Wirkt zwar ein bisschen sehr offroad-mäßig, aber ey. Die Jungs von Land Rover machen das auch schon jahrelang, also dementsprechend. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal eindeutig ein Nein für diese Sache. Vier Endrohre. Haben wir auch irgendeinen anderen schönen Diffus? Okay, das sieht irgendwie Panne aus. Das ist recht, weil wir eine weitere Kennzeichenaussparung haben, warum auch immer. Oh, das gefällt mir optisch nice. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist ja zu viel des Guten. Zu viel des Guten. Auch schick. Problem ist jetzt, okay, Endergebnis. Wenn wir so weitermachen, können wir nicht mehr tanken und Auspuffabgase kommen auch nicht mehr raus, weil, guck nicht, die Endrohre sind zu. Da, die sind zu. Da ist Plastik hinter. Ich sehe es ja sogar. Wo kommen denn die Abgase her? Hier ist noch offen. Zu. Also, offiziell kann der Wagen jetzt halt wirklich nicht mehr fahren, weil wir auch keine Abgase mehr rauslassen können. Irgendwann muss ich entschieden, die Abbiegung zu nehmen, den Wagen einfach komplett kaputt zu machen. Die Stoßstange ist ja geil, weil die so schön eckig ist, aber ich fand die eigentlich erst nice, aber ich finde die hier ganz schick, muss ich sagen. Wo ich gerade echt überlegen bin, den Ersatzreifen drauf zu ballen, weil ich den irgendwie cool finde, aber ohne wäre halt auch clean. Wir machen ohne, wir machen schön clean, wir machen schön clean. Innenraum, komm, rote Akzente geht immer. Okay, es gibt gar keine Akzente geht nicht, dann machen wir es gar nicht, dann lassen wir schwarz. Wir machen grau, wir machen grau. Alcantara, Carbon nicht. Gibt's Holz? Gibt's Holz? Es gab Holz. Ne? Das ist erstmal, was ich sage, ja, bitte Wurzelholz in den Innenraum. Bei dem Fahrzeug geht das klar. So, jetzt brauchen wir noch passende Prestige-Objekte. Wir brauchen irgendwelche Reifen, die einfach riesig brutal böse aussehen. Und wo ich mir denke, so, oh ja, das ist doch ganz fein. Ich habe aber, glaube ich, krass Offroad-mäßiges da rumliegen, ne? Ich glaube nicht. Schade, ich habe gedacht, ich hätte irgendwas, aber ich habe nichts. Nehmen wir einfach die. Brauchen wir mal keinen. Games Nitro ist okay. Ach stimmt, ich habe die Collector-Sachen mittlerweile schon frei. Das wird aber irgendwie unter dem SUV ein bisschen fehl am Platz, muss ich echt sagen. Nehmen einfach weiß. Schwarze Tönung passt. Ja, nice. Und das, liebe Leute, ist unser wunderbarer Cadillac Escalade. Ist nicht so eskaliert, wie ich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Also ist doch ein bisschen ruhiger geblieben. Aber ich finde optisch schon ganz gut geworden. Wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Also theoretisch kannst du den entweder zu einem halben Rennwagen. Oh, gut, ich habe ein gutes Timing für die Aufnahme. Gut, dass wir gleich durch sind. Man kann ihn wunderbar zu einem wunderbaren Rennwagen umbauen oder Offroad, oder? Ich habe mich jetzt einfach zur Familienkutsche entschieden, womit die Mutter wunderbar das Kind zum Fußball fahren kann. Aber ich finde ihn ganz nice. Ich muss sagen, optisch finde ich ihn ganz cool sogar. Ich bin ja kein Riesenfan von den Fahrzeugen, muss ich echt ganz sagen, weil ich einfach den Nutzen von denen nicht sehe. Also. Eieiei. Ei, ei. Man merkt, dass der aus der Q1 noch kommt. Guckt euch mal den Tacho an. Holy shit, was ist denn mit den Kanten passiert? Und falls jetzt jemand kann, ich spiele doch vielleicht mal hoch. Da ist nicht mehr viel Möglichkeiten. Also dementsprechend, das liegt eindeutig gerade am Spiel. What the fuck ist mit dem Tacho passiert? Das sieht gar nicht gut aus. Alter, bewegt er sich überhaupt? Warte mal. Der Tacho bewegt sich nicht mal. Habe ich irgendeinen Bug oder? Weil sonst sieht das Spiel auch normal aus. Oder habe ich irgendeine Grafikeinstellung runtergedreht, die heißt, Tacho soll nicht funktionieren. Jetzt geht mal eine Frage, was ist mit dem Tacho passiert? Oder jetzt liegt das daran, weil der aus dem ersten Spiel übernommen ist. Der Cadillac Escalade gab es ja auch im ersten Game schon. Zu
würde mich jetzt mal interessieren. Bitte mal in die Kommentare schreiben. Ist das der normalste Tag, aber dem Ding nicht funktioniert? Warte, wir machen mal ganz kurz einen Test. Ich muss mal ganz kurz das Fahrzeug wechseln. Einfach nur mal kurz zu testen, nicht, dass ich irgendeine Grafikoption verstellt habe und deswegen alles nicht funktioniert. Okay, irgendwas ist umgestellt worden, was das Spiel nicht mag. Dann liegt es wohl doch an mir, weil der M2 hat nämlich auch kein Tacho. Also zumindest kein Tacho. Was ist denn los mit dem Innenraum von den Karren? Irgendeine Option ist umgestellt worden, die ich nicht okay finde. Was hat der, was hast du denn hier weggenommen? Keine Ahnung. Okay, irgendwas ist bei meinem Spiel nicht gerade richtig mit den Grafikeinstellungen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss nachher mal nachschauen. Ignoriert das in den Innenraum. Der KLK hat anscheinend funktioniert, Taro. Irgendwas ist bei mir noch nicht ganz koscher. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Das müssten wir mal checken. Wenn jemand Ahnung hat, woran es liegen könnte, dass ich meinen Innenraum schlechter darstelle als die äußere Außenwelt, ohne dass es dafür eine Option gibt eigentlich, gerne in die Kommentare schreiben. Dann stelle ich das gerne wieder um, weil irgendwas ist nicht ganz richtig. Ich weiß noch nicht was. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal direkt ein Rennen mit dem wunderbaren KZ, weil wir wollen ja Leute mobben. Wir wollen ja mal gucken, wie gut ist das Fahrzeug denn, um anderen Leuten richtig hart auf den Sack zu gehen. So sehe ich das nämlich. Fahren wir mal gucken mit Grave. Grove. Grave und Grove sind zwei verschiedene Dinge, Leute. Das solltet ihr eindeutig unterscheiden. So. Weil natürlich so eine S-Klasse habe ich mir nicht gekauft, damit vernünftig Rennen zu fahren. Das ist rein damit, um Leuten auf den Sack zu gehen. Und das werden wir jetzt ausprobieren, wie gut das geht. Wie gut kann ich damit Leuten auf den Sack gehen. Aber ja, wegen Cockpit gerne mal reinschreiben. Also ich meine auch mal, die Hammer funktioniert bei mir. Ich weiß nicht, warum er die plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Kann ich nicht sagen. Der Rest sieht ja Taco aus. Naja, gut. Schneller, schneller. Ja, das richtig. Schneller. Moin, Jungs. Kann ich die einfach anschieben? Hier kann ich die ein bisschen durchschieben? Ja, kann ich sehr gut. Der KLK hat eine komisch gute Kurvenlage. Das meine ich jetzt leider ernst. Ey, Alter, ich fahre gerade 40 Tonner gefühlt und das Ding liegt sich in der Kurve wie so. Naja, manchmal bin ich auch in der Freizeit Ferrari. Alter, der Shelter kann aber gut gegenhalten. Nö. Nee, das ist mein 6. Platz. Ganz stolz drauf. Junge, ihr habt aber auch viel Gewicht. Lasst ihr euch wirklich gar nicht drücken? Ich will nicht mehr schieben dürfen. Was soll das denn hier? Ich habe doch keinen KLK geholt, damit ich damit vernünftig fahren muss. Wo kommen wir denn da hin? Wie kommt das denn rüber? Die anderen SUV-Fahrer lachen schon spöttisch. Verständlicherweise. Ich denke, was ein Idiot. Hat die KLK gekauft und lässt sich von den Fahrern mobben. So funktioniert das hier aber nicht. Ich bringe jetzt einfach auf den Maserati drauf, wartet. Na, passt. Passt. Ich kann euch nicht so viel schubsen, wie ich gerne möchte. Was soll das denn? Ich möchte viel mehr austeilen dürfen. Hahaha. Der Porsche hat sich mal gerade vollkommen verhaspelt. So, ich hole mir mal die ersten beiden. Die werden jetzt mal wunderbar von ihren Plätzen geschickt. Platzerweise mal anders. Wie gesagt, das Strange ist trotz dessen, dass dieser Wagen sich für sein Fahrzeuggewicht unverhältnismäßig gut fährt. Das sollte ja eindeutig nicht. Ich habe da eindeutige Einwände, dass das so funktionieren sollte, wie es tut. Ich möchte es einfach nur mal so in den Raum werfen. Dass ich das nicht ganz okay finde. Darf ich euch mal schubsen, bitte? Warten Sie doch mal, bitte. Mann, das ist doch doof fürs Video, wenn ich jetzt sage, ich will die Leute hier mobben und ihr fahrt von mir weg. Das funktioniert so nicht. Moin. Ja, aber Respekt verschaffen tut man sich. Eine wunderbare Divebomb hat nie geschadet. Eine wunderbare Divebomb hat schon jeden Fahrer zum Anhalten gebracht. Moin, Ferrari. Oh, ja, jetzt habe ich die Kackbaum mitgenommen. Das gibt's doch nicht. Den sollte ich nicht mitnehmen, den sollte ich fällen können. Ich habe KLK Escalade. Fahr-Nutzfahrzeuge. Ja, darunter verstehe ich den KLK Escalade auch immer. Können wir mal ein Nutzfahrzeug rausholen bis auf den Hof. Ja, typisches Bauarbeiterfahrzeug der KLK Escalade, liebe Leute. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Und wir haben nicht gewonnen. Es ist kein gutes Ergebnis für dieses Fahrzeug. Das kam, das... Nee, das war jetzt nicht überzeugend.
Aber weil das so verdammt unüberzeugend war, würde ich auch sagen, dass ich sehr unüberzeugend aus diesem Video rausgehe. Also ich sag mal so, okay, der Guestgerät. Falls ich damit sage, ey, da möchte ich die Leute richtig auf den Sack gehen, kann ich absolut nicht empfehlen. Absolut unbrauchbares Auto dafür. Aber wenn ihr sagt, jo, zum Fußball, den Sohn damit fahren, dafür sollte das absolut klar gehen. Und mit dieser wunderbaren Angabe über dieses Fahrzeug werde ich raus zu diesem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video hier zu The Crew 2 wieder. Bis dann, ne? Tschüss.